ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem ersten Action-Haul. Ja, Action, ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Es ist, glaube ich, eine holländische Discounter-Kette. Man kann dort alles finden. Operation, Geschirr, Besteck, Socken, Klamotten, Schminke, alles mögliche, Drogerieartikel, Süßigkeiten. Und ja, ich gehe sehr gerne bei Action einkaufen, weil es dort echt alles sehr preiswert ist. Und man findet alles auf einen Schlag, ganz viele Kleinigkeiten, Krimskrams, Bastelsachen, ja. Und wie gesagt, ich kaufe auch dort meistens eigentlich nur Deko-Bastelsachen oder so Drogerieartikel. Und jetzt war ich wieder bei Action einkaufen und habe mir gedacht, komm, machst du doch mal deinen ersten Action-Haul. Und ja, mein Geburtstag steht jetzt an und deswegen habe ich ein paar Kleinigkeiten gebraucht und die würde ich euch jetzt gerne zeigen. Ja, starten wir mit ein paar Sachen, die ich jetzt für die Hochzeit gekauft habe. Das sind so Tesafilmrollen. Die habe ich in drei verschiedenen Farben gekauft. Und zwar habe ich gedacht, es ist doch echt ganz praktisch fürs Gästebuch, zum Beispiel um die Fotos da reinzukleben. Habe ich noch hier in so einen Kraftpapier-Look gekauft und einmal hier in so einem rot-rosa Ton. Ich fand die echt ganz cool. Da sind 3x3 Meter drin. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, es kommt gut an. Alle Preise werde ich euch hier einblenden. Dann habe ich ebenfalls was für die Hochzeit gekauft in Dreierausführung. Und zwar solche coolen Stempel. Moment, fokussiert. So. Da gibt es auch immer, da sind immer 6 verschiedene Stempel drin. Ebenfalls fürs Gästebuch, weil ich zwar Stempel gekauft habe, aber nur Buchstaben. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, holst du mal. Ich packe mal jetzt eins aus und zeige es euch mal, wie es aussieht. Ich habe es jetzt auch immer nur so ungefähr mir angeguckt, aber nicht, wie es wirklich aussieht. Das finde ich so cool. Das ist nämlich auf solchen Holzscheiben. Seht ihr das? Und hier oben steht immer drauf, was es ist. Und da ist halt ein Stempel. Und da ist auch ein Stempelkissen mit der Farbe mit drin. Wie gesagt, in einem so ein Päckchen sind 6 Stück drin. Dann habe ich mir so Glasmarker gekauft. Ich habe noch irgendwo eine Packung, aber irgendwie finde ich die gerade nett. Auf jeden Fall mit anderen Farben. Hier ist zum Beispiel Metallic Grün, Metallic Grau, Normal Schwarz und Normal Mint drin. Und die sind echt super, weil das andere Päckchen habe ich nämlich eben schon ausprobiert und jetzt weiß ich nicht, wo ich es hingelegt habe. Sehr schlau. Und dann habe ich mir nochmal so Twin Marker gekauft, auch mit Schwarz, Grau und Hellgrau. Einmal oben dick und unten sind die dünn. Da sind 3 Stifte drin. Dann habe ich noch etwas gekauft, und zwar ist es für die Hochzeitsdeko, aber man kann es auch so danach nochmal benutzen. Ich habe schon mehrere davon gekauft, und zwar sind das diese Pompons, aber jetzt habe ich die nochmal nachgekauft, weil die anderen uns nicht ausreichen werden. Da sind 2 Pompons drin und einmal hier so ein Fächerteil. Farbe grün, weil bei uns alles so in grün, gold, beige Tönen sein wird. Dann kommen wir zu meinem Geburtstag. Da habe ich meine, das hat nur 3 Euro gekostet, aber wie gesagt, das wird euch hier eingeblendet. Hier so Luftballon gekauft mit 2 Flamingos und dann steht hier Party drauf. Das wird dann auf unserer Terrasse hängen. Ach genau, das habe ich auch noch für die Hochzeit gekauft. Und zwar sind das auch diese Fächerteile. Da sind 2 Stück drin. Dann für meinen Geburtstag richtig kitschig. Aber es muss zu meinem Motto passen. Ich werde eine Poolparty machen. Wie gesagt, bei uns auf der Terrasse. Und da habe ich mir gedacht, machst du alles mal in Girly-Look. Und da habe ich mir diese pinken Teller gekauft. Ich fand die total süß. Da sind jetzt 20, glaube ich, drin, wenn ich mich nicht täusche. Ja, 20 Teller sind da drin. Und passend dazu habe ich diese Servietten gekauft. Die fand ich auch total süß. Da sind, irgendwie bin ich immer ein bisschen verwirrt, wie viel. Ach, da sind 20 Servietten drin. Da sind auch etwas dickere, ne? Weil die sind so dick. Und passend zu den Tellern habe ich auch noch Becher gekauft, ebenfalls in pink. Und damit wir abends nicht von den Mücken zerstochen werden, habe ich Zitronella-Kerzen gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die riechen auf jeden Fall sehr nach Zitrone. Und wenn ihr die abends anmacht, dann werdet ihr auf jeden Fall
nicht von Mücken gestochen, beziehungsweise die Mücken werden von dem Duft vertrieben, beziehungsweise die kommen gar nicht erst an euch ran. Und deswegen habe ich mir gedacht, holst du mal, ich war schon lange auf der Suche, ich kenne die aus Südfrankreich. Und jetzt habe ich endlich auch welche gefunden, die gibt es in verschiedenen Größen bei Action. Jetzt habe ich nur Teelichter geholt, weil ich halt ganz viele Teelichthalter habe, aber es gab auch etwas größere Teelichter und ich glaube eine mittelgroße Kerze gab es dort auch. Dann habe ich auch noch eine Papiertischdecke gekauft, aber ja, die habe ich gerade vergessen hierher zu holen. Und ich würde ungern das Video unterbrechen. Auf jeden Fall habe ich eine Rolle Papiertischdecke in Grau gekauft. Ja, das war's auch erstmal. Mehr habe ich jetzt gestern nicht gekauft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin, wie gesagt, von Action echt begeistert und zufrieden, weil man findet dort alles und es ist so preisgünstig und für Leute, die gerne basteln oder dekorieren, die können sich auf jeden Fall dort austoben. Es gibt echt alles. Ich habe da schon so viele Sachen gekauft. Ich weiß gar nicht. Bilderrahmen und alles gibt es da auch echt sehr viele. Unseren Pool haben wir damals auch bei Action gekauft. Hat, glaube ich, 35 Euro gekostet oder so. Das ist echt ein Schnapper. Ja, wenn euch dieser Haul gefallen hat, dann gebt diesem doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich über eure Kommentare freuen und ich hoffe, wir sehen uns ein andermal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!